Moin, seid ihr Füchse da draußen und willkommen zurück zur Runde 3 unseres kleinen Dünner Raid Streams. Seid ihr noch da? Seid ihr noch dabei? 100%. Ich muss sagen, wenn ich diese alte Musik wieder höre, frage ich mich ja dann doch die ganze Zeit immer, wie fühlt man sich so als Sänger oder Sängerin, wenn man dann so ein Pokémon-Lied singt über Pikachus Abschied? Weißt du, so, what the fuck? Ja, bitte weg mit dem Lied, bevor ich heule. Ja, oh, also traurig. So Leute, ich würde jetzt mal eben eins aufmachen, weil ich stehe direkt vor so einem Loch. Also ich könnte jetzt direkt mal loslegen und ich würde sagen, machen wir auch mal, ne? Machen wir auch mal. Geht los. Energie strömt aus dem Nest. Ja, oh, geil. Pflanze, das wird easy. So, warte. Pokémon wechseln. Wir brauchen jetzt... Na, warte, erstmal lasse ich euch mit... Bin ich auch wieder schusselig, der Junge hier, ne? Erstmal Passwort starten. So... Nachdem das Passwort gestartet ist, Mitspieler suchen. Die Sänger haben, glaubt, wenig Zusammenhang zum Lied. Ich glaube auch, die wissen, die kriegen halt den Text und dann geht's halt einfach los. Ne? Musst du ein bisschen traurig singen. Okay. Pokémon wechseln. Wir nehmen mal was mit Feuer, würde ich sagen. Wie wär's mit Pride? So. Raisin ist dabei. Wer schafft's noch? 2 Slots sind noch frei. Wer wird es sein? Wer kommt mit rein? Ich muss meinen Knopf noch drücken. Uff, so. Also, wir machen jetzt einmal nochmal 55 Minütchen und dann ist für heute Schluss im Karton. Schluss im Karton. Ja, wisst ihr Bescheid, ne? Die Lichter gehen aus. Fuchs muss nach Haus. Ja, dann geht er schon los. Race Fox ist auch am Start. Ich weiß, die Kurin ist auch richtig hart. Wir dürfen nicht hetzen. Hetzen ist böse, nicht hetzen. Wenn man hetzt, gibt's Mega. Ich will auch nicht hetzen. Warte, man kann es nicht sehen. Kurin! Es ist wie, wenn ich mit normalen random Online-People spiele. Gleich krieg ich wieder Mega. Sag euch das. Dum. Einer geht noch rein. Grüße gehen raus an den guten Ray. Zen. Willkommen im Fuchsbau. Freue mich, dass du da bist und hier fleißig mit. Ich habe doch gerade eben noch. Also, muss doch. Kurin, wo bist du? Was ist los mit dir? Hast du das Internet verloren? Sei ehrlich. Finde ihn nicht. 4444. 444. Bist du auch online? Bin ich wieder. Kurin, bist du online? Kann das sein? Weil du vielleicht rausgeswitcht bist? You know? Wenn man rausgeht und irgendwelche Friendcodes aktiviert, dann kackt ja die Online-Verbindung ab im Game, weil Nintendo nicht zweimal online sein kann. Das geht nicht. Kann nicht sein. Kenshin hat's geschafft! Du warst nicht online, gib's zu. Komm schon, Kurin, muss dich nicht schämen. Let's go! Die sind vollzählig. Doch! Ja, ist okay. Ich will dir das glauben. Ausnahmsweise. Wer hat denn da die Krone auf? Jetzt mal ohne Spaß. What the fuck? Brutal! Ich bin nicht doof. Ich bin gemein. Ich sehe schon, die Feuersturm müsste kommen. bitte. Das wird. Ich darf Dünner maxen, ich mach Dünnerbrand und dann geht es schon. Bam, bam, bada, bam, 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 bam. Das ist meine Krone, ich bin wunderschön, okay? Ist auch wunderschön. Ich habe leider hier noch dieses Hau drauf Outfit aus dem ersten DLC gerade an. Mit diesem Herrenknüdel. Hat das nicht dicke, süße Pauschbäckchen? Die Krone hat schon Style. Ja, das stimmt schon. Ist halt auch das Coole jetzt am Multiplayer, Klamotten haben einen Sinn. Weil man sie jetzt anderen Leuten zeigen kann.
Ja. Gut, ist auch so, macht das Sinn, weil man sich natürlich gerne schön anziehen möchte. Hört ihr das, Cyberpunk? Hört ihr das? Kriegen die Cyberpunk-Leute auch nicht gebacken, ne? Weiß ja nicht, wer es schon kennt, das tolle Klamottensystem bei dem. Ach. Brennen die Echsen unterm Hintern? Ich hoffe nicht. OMG, ich hab Shiny Pandir im Dungeon. Nur schließt der sich eh nicht an. Ich drücke die Daumen, vielleicht wird das ja doch was. Vielleicht schließt er sich an. Vielleicht wird das was. Berichte uns bitte, ob es klappt oder nicht. Höchchen werden gedrückt. So, jetzt haben wir nochmal wieder mal Dünerbrand oder was? Ja, wollen wir Dünerbrand hier? Ja, Dünerbrand oder dann geht das schon. Oh, jetzt den Dünerbrand, komm, das Schild ist weg. Oh. Bam, jetzt geht's steil. Barriere ist weg, jetzt kann Gas gegeben werden. Und da ist sie wieder. Ich hasse die Barriere. Ich hasse sie. Siegeswille von Speedy wirkt. Okay, Bordschnabel geht raus. Aber ihr seht auf jeden Fall auch jetzt, glaube ich, nach diesem Abend, warum das so ein cooles nebenbei White Noise Game ist, dieses Dünner Rain. Ne? Machst du dir auf der Couch, die Switch nebenbei an, guckst irgendeine Serie oder so oder welche YouTubes-Gedönses und kannst einfach nebenbei so ein bisschen Dünner raiden. Weißt du, ist gar kein Problem. Das wollen wir nicht. Ist weg und ich habe so einen dummen Anschließ-Orb nicht dabei. Oh. Es tut mir leid. The sadness. So, mein Loch ist nicht mehr aktiv. Also ihr dürft jetzt gerne. Der nächste schreit einfach in den Chat rein. Ich werde mir so lange. Kurin hat Nest, alles klar. Kurin darf öffnen. Ich ziehe mir eben so lang noch ein bisschen EP-Bonbons rein. Einsetzen. Alle 6, wenn es geht. Doing, 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 doing. Jawohl, es geht voran. Was ist dein Lieblings-Pokémon? Das ist wirklich eine Frage, die sehr schwer zu. Hoppala, sehr schwer zu antworten ist. Ich glaube, bei mir ist es. Ich habe echt viele. Ich habe wirklich viele. Also mein absolut liebstes Lieblings-Pokémon. Also ich mag so ziemlich alle Evoli-Entwicklungen, muss ich einfach sagen. Und Vulpix. Vor allen Dingen das Alola-Vulpix finde ich ziemlich cool. Aber es gibt so viel mehr. Also Libeldra ist zum Beispiel auch mega cool. Oder ach, Glurak ist geil. Glurak ist so eins, das ist mein Homie halt. Also Glurak und ich, wir sind zusammen groß geworden, muss ich sagen. Ja, Rote Edition und Glurak und ich, wir sind eins. Ein Herz und eine Seele. Ach, ich sehe schon die Evolution. Evolution-Namen. Aber das ultimative Pokémon gibt's bei dir noch nicht. Was ist das ultimative Pokémon? Was ist dein ultimatives Pokémon? Oh, warte, ich muss mal ein Pokémon auswählen. Flug. Was sag ich gegen Flug? Geil. Hatten wir doch vorhin schon mal. Elektro ist gut. Aber Elektro ist gegen Psycho, glaube ich, wieder nicht gut, ne? Psycho. Doch, geht. Elektro. Pokémon wechseln. Ich kann ja eigentlich einfach gucken, was meine Kollegen machen. Dann wenn ich sehe, oh, die wählen ein Elektro-Pokémon aus, dann kann ich das ja auch einfach tun. Voll easy. Bereut. Lieblings-Pokémon, meine ich. Damit das einzig wahre, was man immer haben muss. Hab immer Shigi genommen. Glumanda ist immer bei Eich verschimmelt. Och Gott, du kannst doch nicht diese kleine, süße Glumanda bei Eich verschimmeln lassen. Shigi. Also bei mir, Platz 2 war da immer Visasam, aber Feuerstarter sind meistens mein Ding irgendwie. Aber das eine muss immer dabei sein, Pokémon. Das ist schwierig. Aber ich glaube vom Cuteness-Faktor her bin auch kein Fan von der Glumanda-Reihe. Oh mein Gott! Ja, eigentlich mag ich auch am liebsten eigentlich nur Glurak. Und da jetzt das blaue X-Glurak, das ist halt schon sehr cool. Sehr cool. Donner, wird es daneben gehen? Aber klar wird es daneben gehen. Los geht's.
Außer in der gelben. Da habe ich aus Versehen auf Nein gedrückt. Nice. Ja, manchmal muss man zu seinen Fehlern auch einfach stehen, ne? Ja, ultimative Mega-Pokémon. Ich glaube tatsächlich, momentan wäre es das Alola Vulpix. Ich finde das einfach so süß mit deiner Spitzennase und so. Das ist schon weit vorne. Eigentlich schon. Aber es gibt so viele. Es ist schwierig. Ich habe so eine Liste. Ich habe so ein riesiges Excel-Spreadsheet, wo ich die nach mehreren Faktoren bewertet habe. Und da könnte ich es, glaube ich, nochmal rausfinden. Texto ist das Beste aus der Glumanda-Reihe. Nixels, wir haben doch gerade schon definiert, dass Glurak das ist. Alola Vulpix ist auch wirklich Liebe. Ich habe mir ein Stofftier in Originalgröße organisiert. Es musste einfach sein. Ihr beide habt ja auch das gleiche Apex Plush. Das ist auch einfach geil. Es ist halt originalgroß. Das ist voll super. Müsste mir eigentlich noch ein zweites organisieren, nur falls das eine mal kaputt geknuddelt ist. Weißt du, dass man nochmal Ersatz hat. Gibt es die Dinger noch? Ich glaube nicht mehr, ne? Oder wenn, dann nur noch zu horrenden Preisen. Haut's mal raus, wenn es noch welche gibt. Ich glaube, ich brauche echt noch mal ein zweites. Hab mir Spiele bestellt. So, bin wieder da. Hab mir Spiele bestellt. Was hast du bestellt? Wenn schon, dann Glurak. Geht nichts über... Ich muss ja wieder Camp auswählen. Warte mal, ich laber hier nur und mach auch nichts. Hol dir mal ein Stofftier in Originalgröße von diesem Mega-Viecher. Ja, das kriegst du dann ja nicht ins Haus. Ich habe ein Glumanda in Originalgröße und dieses Vulpix. Das war's. Bei dem Pikachu da hinten oben, das fette Ding, weiß ich gar nicht, ob das Originalgröße ist. Könnte sogar sein. Bam! Das sah ein bisschen aus wie dieses Verheerung Ganon-Gedöns aus Breath of the Wild. Ich gehe nicht nach Typ, sondern Aussehen. Und Glurak ist ein Drache. Da schließe ich mich von across komplett an. Ich will noch einen Glaziola in Originalgröße, aber die sind leider so teuer. Gibt's die noch? Was mich stört, dass Glurak so klein ist. Ja, es ist im Vergleich, es ist wirklich winzig. Es ist kleiner als ich. Weißt du, so what the fuck? Nee, den will ich nicht haben. Lehn dich ab. So, wer als nächstes aufmachen möchte, bitte einfach, wer als erstes in den Chat schreibt, hat gewonnen. Just Dance 221, 2021, Let's Sing 2021 und Let's Sing Queen. Na, da wünsche ich schon mal viel Spaß mit. Ich fahre mal weiter rum. Im Pokémon Center gibt es, soweit ich weiß, die Evolutions in Originalgröße, aber meistens sind die ja ausverkauft, die meisten, oder? Ich muss das nochmal gucken. Also Glaziola wäre schon noch wichtig. Das ist nach Alola Vulpix, glaube ich, schon... Platz 2, würde ich sagen. Fuchs und Blau und Eis. Das passt einfach. Spirit Animal, würde ich sagen. Korrektur. Das heißt Korrigation. Gab zumindest mal aktuell nicht mehr. Zumindest gab es die letztes Jahr nicht mehr, als die Pokémon Center war. Ich sehe schon... Wir beide verstehen uns. Ich glaube auch, Horizon, du musst jetzt öfter hier sein. Das ist wichtig. So, ich bin schon gleich beim nächsten dran, ne? Also ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Wenn ihr nichts habt, dann mache ich auch. Ich sehe den Strahl schon näher kommen. Der Strahl ist schon quasi in mir. Und da bin ich. Das heißt, ich mache jetzt wieder auf. Habt ihr Raid? Okay, Raisin darf. Raisin macht und danach mache ich. Raisin, Raisin, Raisin. Sag, wenn offen ist, einfach reinschreiben. Spielst du auch Pokémon Go? Ich habe Pokémon Go mal angefangen, als es ganz fresh war. Aber hier damals, ich wohne so auf dem, wie sagt man, ländlichen Bereich, ne? Und das war im Land einfach, kannst du vergessen. Bei uns gab es bei Edeka eine Arena. So, und das war's. Und, also wir haben ein paar hatten wir noch, aber es war Katastrophe. Es hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Und dann habe ich es aufgehört. Und jetzt ist inzwischen so viel passiert, ich komme da nicht mehr rein und... Deswegen habe ich es gelassen. Insofern, nee, aktuell nicht. Ich hatte aber eine Zeit lang Spaß, als ich auf der EF in Berlin war. War es auch nochmal cool, weil in Berlin war halt was los. Da konnte man richtig cool Pokémon Go spielen. Und mehr ging aber nicht. Raisin? Wer spricht? Ja, das geht. Das klingt fast wie der CPU, weißt du?
Ist ja wie in der ersten Stadt. Ist auch nichts. Ist nichts los. Warte, normal. Pokémon wechseln. Wir brauchen wieder was mit Kampf. Ich kann ja eigentlich auch einfach mit Kraft draufballern, ne? Aber dann nehmen wir wieder hier unseren Hermann. Der gute Hermann. Oh, dann geht das schon. Hermann regelt. Hermann regelt. Einfach draufleveln lassen den Guten und dann geht das schon. Jo. Aber das Ziel ist auf jeden Fall gleich erreicht. Das komische Pokémon ist gleich Level 100. Dann kann ich auf jeden Fall das DLC weiterspielen. Danke schon mal für alle, die mitgemacht haben. Schon mal im Voraus. Ach, Glurak. Oh. Heißt das ein echt... Oh, na toll. Heißt das eine echt... Wack. Ogre. Eben nicht Ryzen wie die CPU, sondern mit einem A. Ich sag ja, so ähnlich wie Ryzen. Ryzen. Ne? Brazen. Miltank. Das Nippel-Pokémon ist wieder da. Wie die auch am Schlackern sind. Unnormal. Sorry, aber... Mach mich einfach fertig. Der Anblick ist hypnotisierend. Ja? Hypnotisierend. So. Double Kick. Let's go. Ob es Milch gibt? Es gibt Milch. Lies dir den Pokédex-Eintrag durch. Es gibt Milch. Oh ja. Komm an meine Zitte. Ah! Was ist los? Ich habe Geld an iTunes gezahlt. Warum? Ach so. I know. Ist das nicht gegen die Toss von Twitch? Ja, also wenn wir es durchführen würden. Ja, aber das ist ja eine Kuh. Das ist ja einfach nur Melken. Doch, Melken ist okay. Das Vieh ist ja auch schon alter Schlack, hat schon mal was. Deswegen gibt es ja bei mir auf YouTube immer entsprechende Behavior. Dann geht das schon. Musst du sich halt mal was kaufen. Am besten über meinen Amazon Raffling. Dann kommt die Kohle rein. Ja. Bam, da kommt einfach eine Faust aus dem Himmel. You never know. Wenn ich mal eine Faust aus dem Himmel boxt, weißt du, das ist ein Scheißtag. Nee, die gut. Was ist denn das für ein Ding? Ich glaube, das habe ich noch nie gesehen. Sind das einfach nur Steine? Verbunden mit Glibber? Schwarzem Glibber? Eine Max-Sprim wird man aber, denke, nicht machen können. Dürfte zu weit gehen. Meinst du nicht? Weil ich unseren Bauern besuche und man hier heute mit dem Blaufuchs geht, man melken. Ah, ich glaube schon. Hat auch echt... Also, es geht ja jetzt auch real life und so. Mein Lieblings-Pokémon aus Schwert und Schild. Gehen wir hier auf Double Kick. Also ich glaube, wenn die Kuh ordentliche Klamotten anhat, die nicht gegen die Toss von Twitch verstoßen, dann geht das schon. Ich weiß nicht, ob meine Decke gegen die Toss verstößt, aber ich glaube nicht. Geist ist mein Lieblingstyp und ich liebe das Design. Ja, es hat was. Meinst du kein freier Aus? Ja. Ja, ich trage heute auch wenig Dekolleté. Ja, ist besser ist das. Nicht, dass das Mega gibt. Nicht, dass das Mega gibt. Das ist sehr effektiv. Das ist allerdings auch die Shiny-Farbe. Okay, wie sieht das normal aus? Muss ich echt gestehen, ich habe das schon mal gesehen, aber es ist lange her. Das ist gerade mit Astros Body Slam. Ich hab grad gedacht, das spritzt einfach Milch oder so. Milchstrahl. Eher braun und das Muster ist orange. Okay. Hier, Razy, wir müssen mal kurz reden, Alter. EF, bist du auch so traurig wie ich? Es war ja klar, dass es nichts wird, aber ist schon wieder mal ein Jahr ohne euch ganze Bekloppte. Ich werde euch so vermissen. Und das heißt, Kurin für uns auch wieder kein Treffen nächstes Jahr. Keine EF. Aber es wird auch, nächstes Jahr wird noch gar nichts werden.
Ist auch vernünftig, also ich bin ja kein Schwurbler, ich bin ja nur zu Hause, wie ihr schon wisst. Ich kaufe nicht umsonst lauter VR-Games aktuell, um meinen vier Wänden wenigstens virtuell zu entfliehen. Auf irgendwelche Golfplätze im Himmel oder Tischtennishallen oder Golfplätze zum Golfspielen. Ja, das mit der F ist echt sad, es ist wirklich sad, aber es war klar und ich find's auch echt, ich find's gut, dass ich's direkt gemacht habe. Einfach gleich zum Anfang des Jahres gesagt, Leute, wird eh nix, weißt du, lass stecken und krieg vernünftig, weil so hast du dann immer dieses, na, wird es was und dann hast du noch ein bisschen Hoffnung das Jahr über, obwohl wir doch alle wissen, dass es nichts wird. Bis die Leute erstmal durchgeimpft sind und jetzt mit der Mutation auch noch am Stissel und so, bleibt mal schön alle zu Hause, ja? Wie sich das gehört. Nicht fangen. Miltank mit Milchstrahl-Attacke. Das perfekte Pokémon gegen vegane Pokémon. So, ruft wenigstens keine Hotels, Flüge und so. Und genau, so ist es. Weil vor allen Dingen die aus den USA oder sowas anreisen, was aktuell eh nicht geht, weil du sowieso überall Einreisebeschränkungen hast, die brauchen sich dann auch keine Flüge und so einen Scheiß buchen. So Leute, ich hätte mal wieder, wenn ihr noch Bock habt, ich hätte mal eben noch eins am Start. Ne? Ich mach mal eben auf. Bin nur die Sadness um mein Wacken, weißt du? Wacken macht mich langsam schon wieder Miltank, aber ist halt so. Wacken, also auch Konzerte, das langsam wird's echt krass. Also wie doll man es doch vermissen kann. Virtuell ist zwar nice. Ich freue mich auch immer, wenn man virtuell auch Bands und sowas unterstützen kann. Aber es fehlt halt dann doch mal sich mit anderen Leuten im Moshpit zu reiben und sowas. Es fehlt einfach. Es fehlt einfach. Der Geruch von Schweiß und von Bier und... Ach. Einfach Hitze und dann alle, die in Verbundenheit gemeinsam irgendwie ihrer Lieblingsband frönen. Das fehlt noch. Ein Mari noch. Yo, Razy, das ist lieb von dir. Danach bist du auch erstmal entlassen. Ausnahmsweise. Kure, wie sieht's bei dir aus? Bist du auch gleich weg oder machst du noch ein bisschen? Die gute alte Schlammschlacht. Ich sag dir das. Du brauchst nur ein bisschen Apfelwein aus 0,5 Liter Gläsern. Aus einer Zapfanlage eisgekühlt und dann geht es schon. Also das war glaube ich mein härtester Wacken-Moment. Da sind wir bei so einem befreundeten Camp aufgeschlagen und die hatten halt einfach mal stumpf, es war halt mega heiß und die hatten halt mal stumpf eine Zapfanlage für Apfelwein. Und da kam dann auf Wacken eiskalter Apfelwein aus diesem Apparat. Das war einfach grandios und dann gab es natürlich nur Biergläser. Also hast du dann 0,5 Liter Apfelwein getrunken und ich war irgendwann so glücklich, dass natürlich dann die Schlammschlacht begann. Und dann habe ich glücklich und voll geschlammt, wie ich war, immer versucht, Leute zu umarmen. Und einige haben mitgemacht. Das war schon schön. Und dann bin ich irgendwann bei meiner Lieblingsband, also einer meiner Lieblingsband, wieder aufgewacht mit einem Rollo in der Hand. Und dachte so, ey geil, wo kommt der denn her? Und dann habe ich den verdrückt und meine Band da angehört. Es war einfach schön. Einfach schön. Ich vermisse diese Momente. Oder dem Jägermeister-Fun-Team, der da so einen Jägermeister-Stand haben die da immer mit so einem riesigen Jägermeister-Dingenskirchens. Und die wollten da so ein Gruppenfoto machen, aber der leicht angeschäkerte Blaufuchs hat das nicht zugelassen und wollte immer mit auf das Gruppenfoto. Ach, das ist so gut, so gut. Und dann sind die mit ihm losgeworden. Ich musste da mit rauf. Half nix. Ich habe sowas von das Weite gesucht. Ah, haben viele, aber nicht alle. Einige haben auch mitgemacht. Mir fehlt auch total, das angetrunken mit einem Dosenbier in der Hand über den Zeltplatz zu stolpern. Ja, das ist halt so, Wacken ist einfach, das ist in diese paar Tage im Jahr, wo du mal so richtig den Reset einleiten kannst und dich einfach mal entspannen und alles abschütteln kannst. Das ist so, das brauche ich immer. Ich fand es ja letztes Jahr dann halt, das Zuhause-Wacken war immerhin cool. Da kam schon ein bisschen das Gemeinschaftsfeeling auf. Ich habe extra meinen Lautsprecher in den Garten gerollt und mich in den Garten gesetzt und dann angemacht den Stream. Das hat, und dann wir alle schön in unserer kleinen Gruppe da auf Discord, Telegram da am Schnacken, das hat schon ein bisschen Verbundenheit gebracht. Also es war ein netter kleiner Ersatz. Das müssen wir, wenn das dieses Jahr, es wird wieder so sein, dann müssen wir das auf jeden Fall wieder machen. Das geht nicht anders. Ich glaube, dann nehme ich mir diesmal auch echt dann Urlaub für die Tage und werde das auch gebührend zu Hause zelebrieren. Aber ich werde nicht im Zelt schlafen. Das lasse ich dann doch. Aber ich gehe wieder raus. Ich baue meine Lautsprecher auf und feier Wacken mit euch übers Internet. Zeig mal bitte nach dem Raid den Freundescode. Hab den vorhin nicht eingegeben. Okay, mach ich. Wacken will ich auch mal irgendwann mal machen. War bisher nur Rock im Park. Auch nicht schlecht. Ich bin schon immer Wackengänger bis jetzt. Und
Ja, ist halt immer. Es ist für uns praktisch, weil es quasi auf dem Weg haben wir einen kleinen Zwischenstopp, der immer ganz gut ist. Und deswegen ist Wacken immer noch das Festival meiner Wahl. Summer Breeze ist zu weit weg. Da müsste ich einmal. Das ist einfach zu weit. Und was haben wir noch? Rock am Ring beispielsweise, das passt ganz gut. Hab gerade gegoogelt, EF ist frühestens 2020 wieder. Alahu, du hast nicht aufgepasst. Wir haben schon 2021 und es ist für dieses Jahr abgesagt worden. Insofern, hä? Was hast du denn da ergoogelt? Da musst du an deinen Google-Skills aber nochmal krass arbeiten. So, immer noch mal ganz entspannt eine Dünerfaust reingehauen, hätte ich gesagt. Einfach immer in den Euter hinein. Dann geht es schon. Dann geht es schon. Miltank ist geschwächt. Das ist deine Chance. Nee, lass mal, du. Muss nicht sein. Muss nicht sein. Wollen wir nur hoffen, dass nächstes Jahr EF und Wacken nicht wieder auf den gleichen Zeitraum fällt. Das wäre natürlich jetzt dann zu hoffen, dass das passiert. Aber ich glaube, meine Entscheidung wäre da klar. Also ich glaube, nach so langer Wackenpause ist mir das tatsächlich wichtiger. Es ist tatsächlich doch. Also das brauche ich eher mal wieder. EF ist auch immer cool. Ich freue mich immer, all die Bekloppten zu sehen. Das ist halt einfach schön. Weil man sieht sich halt im Grunde ja das Jahr über nie. Und das ist immer der Ort, wo man zusammenkommen kann, wo man sich dann einfach mal wieder trifft. Ich wollte auch eigentlich vor Shits and Giggles, weil ich ja in der letzten Zeit so hart in MLP versunken bin, das hat mich ja einfach es war halt zu dieser dunklen, düsteren Zeit, war es genau das Richtige, um mich ein bisschen zu trösten und in eine andere, freudige Welt der Freundschaft zu entführen. Ich habe nicht umsonst dort mein Spirit Animal getroffen und deswegen wollte ich eigentlich dieses Jahr dann vor Shits and Giggles mal auf so eine MLP-Con gehen, einfach nur, um das mal zu erleben. Einfach mal machen, weißt du? Einmal diesen crazy shit erleben, aber das wird natürlich jetzt auch nichts mehr, ne? So. T-Trank, Grüße gehen raus, moin moin. Macht irgendjemand auf oder wie sieht's aus? Also ich fahre mal eben in Richtung des nächsten Lämpchens, aber das dauert noch einen Moment. Ach, warte, und mein Freundescode. Moment. Warte. Freundescode. Dann geht's weiter. Freundescode. Da ist mein Freundescode. Einmal nochmal kurz geguckt. 21. 22. 23. So, ich gehe wieder zurück ins Game. Add mich einfach mal so ganz entspannt, aber ich starte schon mal den nächsten Raid, weil es ist schon offen. Piep, 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 ups. So, wer hat geschrieben? Raisin hat einen offen. Ups, falscher Knopf. Raisin, ich komme. Okay, noch nicht. Raisin. Do it for me. Öffne. Ach, scheiße. Ich darf nicht so viel fluchen. Da, geh los. Teilnehmen. Ja, sicher. Das Passwort kenne ich. Ist ein sehr geheimes Passwort. Das nur die besten Oh, Freundesanfrage geht raus. Nehme ich dann gleich nach dem Raid an, weil du weißt ja, wie das ist. Das Spiel kackt dann ab. Bist du das Internet im Game kackt ab. Wasser und Flug. Ich hätte jetzt mal entspannt Pflanze genommen. Ne? Muss ich jetzt mal sagen. Ich muss mal gucken, wie ist es denn bei Flug mit Pflanze? Ja, das geht wohl. Warte. Geht das jetzt? Nee, ist nicht gut. Dann nehmen wir lieber Elektro. Pokémon wechseln, wir nehmen Elektro. Elektro ist geiler. Elektro ist geiler. Da seht ihr, wie blöd ich bin, dass ich mir das einfach nicht merken kann. Ich kann es mir nicht merken. Dabei müsste ich das bei der Kombi sofort wissen, dass ich bei Flug immer Elektro nehmen muss. Warum kann ich es mir nicht merken? I'm ready. Kuh rin. Kuh ist schon da. Meine Frage bei deiner Playlist in YouTube bei Cyberpunk steht bei mir gelöschte Videos. Ist das ein Bug? Nee, gelöscht ist da nichts. Die sind nicht gelöscht. Die sind noch versteckt sozusagen. Wie weit bist du denn gerade? Und ich habe schon bis weit in die Zukunft aufgenommen. Ich bin privat schon bei Folge 110 oder so. Aber es kommt ja immer jeden Tag nur eine. Und ich hau die natürlich schon, mach die schon fertig, hau die schon in die Playlist, terminiere die, wann die kommen sollen.
Haben wir keine vier mehr? Eigentlich schon. Irgendjemand fehlt noch. Immer diese Hetzerei. Kurin, alles gut. Razy ist nicht mehr da, aber irgendjemand müsste eigentlich noch da sein. Hatten wir nicht noch einen weiteren? Ihr kennt ja mein Namensgedächtnis, kann ich mir nicht merken. Hier. Backermann war doch noch mit am Start. Backermann, Backermann. Ich finde mal wieder nichts. Oh, verdammt, scheiße. Okay, bin nur bei 40, sah nur komisch aus. Ne, 40, das, wie gesagt, das geht, glaube ich, weiß gar nicht, wie weit das jetzt schon geht. Müsst ihr selber mal gucken, weil ich guck mal eben nach, ne? Was sagt denn das, ich muss mal gucken hier, warte mal. mal YouTube-App finden. Habe ich bereit gerückt? Ja, ich bin bereit, alles ist gut. Wo sind wir denn aktuell? Also die Playlist hat schon 77 Einträge, aber soweit sind wir noch nicht. Sondern veröffentlicht ist bis jetzt. Cool, wie das auf der App einfach anders aussieht. Veröffentlicht ist aktuell bis... Oh, leck mich. 42! Das hast du geschrieben, genau. Bis 42 müsste gehen. Vor 5 Tagen. Naja, eigentlich müsste sogar schon mehr gehen. Die App ist einfach nur blöd. Also es kommt auf jeden Fall. Es kommt, wenn es kommt. Es wird nichts gelöscht. Bin ja froh, dass du mich damals erkannt hattest. Ja, easy. War nur verwirrt. Ich habe ja selber Angst. Manchmal macht YouTube komische Dinge. Das hat hin und wieder seine Bugs. Da kann alles Mögliche passieren, wenn man Dinge in eine Playlist hinzufügt. Das kommt auf einmal dreimal da rein. Alles schon erlebt. So, kämpfen wir mal. Donner wieder? Ja, komm. Oder machen wir mal Ladungsstoß. Das kann doch auch... Oh, nee, doch nicht. Donner! Das Gute ist Cyberpunk. Ihr müsst auf jeden Fall ein bisschen durch. Bei Cyberpunk so die ersten Folgen will ich ein bisschen Nebenmissionen machen. Das sind fast immer diese Cyber-Psychos. Bring den um, bring den um, bring den um. Wenn man das aber ein bisschen überstanden hat, es wird nachher von den Quests her, auch von den Nebenquests vor allen Dingen, so geil. Also storymäßig lasse ich echt nichts drauf kommen. Muss ich einfach sagen, Writing und storymäßig, erste Sahne. Gameplay und Co. Katastrophe. Aber, also das kann auch werden. Die müssen halt viel patchen. Es bleibt eine Schande und ein Trauerspiel, dass sie das so auf den Markt geschmissen haben. Wir hätten locker nochmal gesagt, wir verschieben nochmal ein Jahr. Und dann wäre das alles nicht so geendet, wie es jetzt geendet ist. Jetzt ist es einfach nur noch ein lautendes, lachendes Meme. Und hat auf ewig CD Projekt Red Namen und Ruf versaut. Wow! Junge! Tu ihm, das gibt's ja wohl nicht. Kannst du nicht Slot so einfach einen in die Fresse knölzen? Unfassbar. Kannst du dir ja nicht ausdenken. Okay. Let's do it again. Ich darf noch nicht drauf gehen. Das wird schon. Ihr müsst mich retten, Leute. Ich darf nicht sterben. Ich habe zwar keine Krone auf, aber trotzdem. Lieber sieht immer noch aus wie eine Kloschüssel. Ja gut. Wenn es den Schnabel so aufmacht, ja. Ja schon. Scheiße. Ich habe das immer zum Einschlafen an und wenn ich Depri bin. Naja, aber das mit dem Bugs hast ja mehr an den Chefs gelegen als an den Entwicklern. Die Entwickler sind ja überhaupt nicht schuld dran. Das ist alles komplett Managementversagen. Die haben einfach überhaupt komplett das Projekt nicht auf die Kette gekriegt. Voll unterschätzt, was es an Aufwand ist. Viel zu viel Versprechungen gemacht. Dinge versprochen, die einfach nicht gehen. Und Release-Termine versprochen, die nicht eingehalten werden können. Und auch die Entwicklung an sich, Engine und Game parallel. Ist so bekloppt. Da ist so viel schief gelaufen, das kannst du gar nicht ausdenken. Also, da hast du halt richtig harte Managementfehler. Also, da ist einfach alles schief gegangen. Genauso viel Geld für Marketing ausgegeben, wie für die Entwicklung, für die E3 eine Demo entwickeln lassen. Monatelang eine Demo schrauben lassen, die nichts mit dem fertigen Spiel zu tun hat, nur um was zeigen zu können. Katastrophe. Also da ist so viel schief gelaufen, da muss man echt sagen, dafür ist es dann doch noch richtig gut geworden, also holy shit, ne? Ja, wenn jemand aufhat, Grüße gehen raus an denjenigen, der hier gerade gejoint ist. Ich habe leider den Namen nicht gesehen, aber willkommen im Fuchsbau. Ich musste mich gerade über CD Projekt Red aufregen da. Ne? Ich als alter Witcher-Fan und CD Projekt Red Fanboy
leidet da immer an einem Herzen. Aber es ist, wie es ist. Ah, Molten, oh Gottes Willen. Kyojin. Molten Kyojin. Habe ich das richtig ausgesprochen? Joa. So, schauen wir das immer zu. Achso, das hatten wir schon. Sehr schön. Zum Einschlafen, das hört man gerne, wenn es auch zum Einschlafen geht. Ich gucke mir immer zum Einschlafen momentan. Was gucken wir jetzt wieder? Star Trek Next Generation. Hab Nest, Muku, alles klar. Dann machen wir nochmal wieder den Euter Raid. Kuren macht auf, Kuren macht auf. Und ich muss noch eben, warte, ich muss eben schnell die Freundschaftsanfrage annehmen. Ein Moment. Freundschaftsanfrage annehmen. Wollen wir wetten, dass jetzt wieder das Internet im Game dann abkackt? 100 pro kackt das Internet im Game wieder ab. Auf geht's. Freunde werden. Lasst uns Freunde werden. 100%ig. So. Freundesanfrage angenommen. Zurück ins Game. Bin ich noch online? Online-Verbindung. Ja, sieht gut aus. So, Kenshin ist am Start. Teilnehmen. So, hab nachdem dann wieder einen leuchtenden und ich glaube, danach bin ich auch raus. Jo, passt. Darf man mitmachen? Ja, sicher. Molten Kyojin, sehr gerne. Warte, geht gleich los. Lass uns den einen noch machen, dann kriegst du gleich meinen Friends-Code. Dann geht es los. Am besten schreibst du den Friends-Code aber auch direkt rein, damit der Rest den auch hinzufügen kann. Habe ich gut gesagt, nicht wahr? So. Wenn du das möchtest. Ansonsten ist das mit dem Finden immer so ein bisschen schwierig. Aber ich lade das hier danach auch auf YouTube hoch. Das heißt, man könnte ihn sehen. Sei dir dessen bewusst. So, natürlich mal wieder ein Euterfieh, ne? Was will das Spiel uns sagen? Ich weiß nicht, es gibt wahrscheinlich zu viel davon. Wir müssen uns drum kümmern. Wir haben auf jeden Fall noch 19 Minuten. Ich wäre noch 19 Minuten da. Ne? Also, vielleicht musst du das mal als Bot-Comment einstellen. Ja, wäre, glaube ich, eine gute Idee, ne? Also, dein Freundescode. Ja, ich mache das, ist das erste Mal, ich muss auch irgendwie in dem Stream deutlicher machen, irgendwie als Texteinblendung oder so, dass es open for all ist, dass jeder mitspielen kann. Das war der Sinn heute, aber es war alles wieder mal sehr kurzfristig, wie das immer so ist bei mir. Und da ich vorher nochmal irgendwie so schön die geile Idee hatte, nochmal eben so eine Stunde Tischtennis zu spielen in VR, war ich auch etwas fertig. Und kurzfristig hier, alles war schön, es ist einfach schön. So muss es immer sein. Ja. Da sind sie wieder, die Schlackeräuter, die werden mich heute Nacht im Traum verfolgen. So, da würde ich schon mal sagen, Feuerball oder was? Einfach mal reingeballert. Oh, warte, Doppelkick natürlich, bin ich ein bisschen doof oder was? Kannst ja morgen berichten von deinen Euterträumen. Ja, ich werde es auf jeden Fall in den Discord posten. Ich glaube, die Gilde 3 ist bereits zum dritten Mal verschoben worden. Warte da auch schon 3 Jahre drauf. Aber ich sag dir, wie es ist, Jens, lieber warten, als dann einfach so ein Spiel zu bekommen, wo du siehst, der Kern, der Nukleus sozusagen, der ist geil. Der ist echt gut. Und wird überschattet von nur Unsinn. Nur Unsinn. Also, das geht halt sonst gar nichts. Es geht halt wirklich gar nichts. KI strunzend dumm. Verkehr strunzend dumm, Polizeisystem strunzend dumm, das Klamottensystem strunzend dumm, Crafting kannst du wegschmeißen, sämtliche Fähigkeitenbäume komplett OP, wenn du dich auf eine Sache konzentrierst, machst du alles platt. Ich bin momentan mit den Krallen unterwegs, ich habe mir diese Armkrallen, tja, Namen vergessen, der mit den Krallen halt, die habe ich mir organisiert, ich mache alles fertig. Ich gehe jetzt immer von außen hin, hole mir mein Snipergewehr, sniper zunächst erstmal alles weg, was man so sehen kann. Und wenn ich alles weggesnipert habe, die letzten Peoples, genau, Mantisklingen. Da gehe ich dann mit meinem Mantisklingen rein und knölze sie eben um. Und dann ist gut. Die Krallen würde ich mir auch holen, wäre perfekt für mich. Es ist halt wieder Nahkampf, ne? Ich habe erst ein bisschen auf Revolver gespielt und dann habe ich gesagt, weißt du, warte, komm. Ich will die wenigstens mal ausprobieren, diese Mantisklingen. Das ist auch bestimmt lustig. Und dann habe ich mir die geholt und es ist halt einfach mega cool. Und deswegen mache ich jetzt primär Mantisklinge in Verbindung mit Sniper. Aber es dauert noch, bis es im Let's Play soweit ist. Da vergehen noch ein paar Folgen. Glaube ich zumindest. Ich weiß gar nicht, wo wir da gerade sind.
Aber ich habe mir irgendwann die besten Bantusklingen im Spiel einfach erschlichen. Das ist halt so kacke verbuggt, dass man einfach in die eine schwerere Mission gehen kann und da spawnen die dann. Dann holst du die eben raus und gehst aus der Mission halt wieder raus. Und fertig. Dann hast du die besten Mantisklingen im Game für Umme. Habe ich mir die im Ripper Rock einsetzen lassen und seitdem gehe ich steil. Aber es ist halt mega OP. Das Einzige, was sie noch aufhält, sind Mengen. Wenn du viele, viele Gegner hast, dann geht es natürlich nicht. Ich fand das so lustig, wie du versucht hast zu schleichen und immer angezündet wurdest. Das macht mich heute auch noch fertig. Weil dadurch, dass ich natürlich jetzt ein bisschen mehr auf Kampf und weniger auf Supergehirn gegangen bin, habe ich nicht die Möglichkeit, mir richtige Firewalls in mein Gehirn einzuballern. Deswegen werde ich immer noch daran angezündet. Und dann weiß ich nie, was ich machen soll. Eigentlich musst du den Typen dann primär umhauen. Das heißt, eigentlich am besten mit den Mantisklingen direkt auf ihn zu und ihn wegschnetzeln, bevor er dich hacken kann. Aber als wir diese erste Mission hatten, ich bin ja fast durchgedreht. Und ich musste es ja nochmal neu aufnehmen. Ich habe es ja einmal aufgenommen, war dann durch und es war so kacke. Ich fand selber, ich war so unzufrieden, dass ich das wieder weggeworfen habe und gesagt, nee, das lädst du nochmal neu, das machst du nochmal komplett neu. Weil das war Katastrophe, man hat es trotzdem nicht verstanden. Inzwischen verstehe ich es ja. Aber aller Anfang ist schwer. Das war echt, das war übel. Klingt witzig. Es ist auch, glaube ich, ganz witzig. Also es ist auch interessant, die Story ist cool. Es gibt also wirklich lustige Nebenquests, tiefsinnige Nebenquests, es gibt wirklich viel cooles Zeug. Bei einem Ripper-Dog kannst du ein Modul kaufen, das sowas blockt. Muss man dafür denn einen gewissen Intelligenzgrad haben oder ist es Wayne? Weil dann wäre das auf jeden Fall noch erstrebenswert. Aktuell habe ich das nämlich nicht und es geht mir so auf den Sack. Bam, 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 bam. Gummi von Kenshin wirkt. So, fangen müssen wir das nicht. Molten Kyojin. Ich werde dir gleich einmal meinen Freundescode hier nochmal eben einblenden. Kannst du mich einmal hinzuadden und während du das tust, werde ich meinem Vieh nochmal eben ein paar Bonbons verfüttern. Und dann geht's mit der nächsten Runde weiter. So, Moment, warte. Warte. So, und dann. So, und dann. Profil. Hier kannst du nochmal wieder gucken. Ich lasse es kurz auf. Nom 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 nom. Und nochmal fürs Internet, wer Bock hat, ne? Edit mich. Aber ich spiele nicht viel im Multiplayer. Also eigentlich nur, wenn ich es ankündige. Also viel habt ihr da nicht von. Bam, 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 bam. Oh, da kann man sehen, wie viel Animal Crossing ich gespielt habe. 5 Stunden. Ja, wow, doch so viel. Doch so viel. Da ist eine Freundschaftsanfrage reingekommen. Da ist sie doch auch schon. Let's go. Dip, dip, dip. Hinzugefügt. Freunde werden. Ach Gott, Splatoon. Das hat tatsächlich, hat mir sehr gut gefallen. Habe ich auch nicht so viel gespielt, aber ich fand's cool. So, zurück zum Game. Ich hätte jetzt hier ein... Oh. Natürlich ist die Verbindung getrennt worden. Ich hätte auf jeden Fall eins, wenn ihr möchtet. Aber wenn sonst einer gerade eins aufhat... Irgendjemand hatte doch gerade eins, ne? Ein Lilaness oder so? So, ich bin wieder online. Ich bin wieder online. Also, wenn einer eins hat, eben kurz posten. Ich habe noch einen. Okay. Raisin, dann mach man auf. I'm ready for the next turn. Wir haben noch 12 Minuten, also ich denke, 2 gehen auf jeden Fall noch. Eher wahrscheinlich sogar 3. Und dann geht es schon. Ist auch schon offen. Okay, warte, geht los. Okay, ist bei mir ist noch nicht da. Ich bin ja gerade ein bisschen am gucken und so ein Pursuit, der ist ja sogar in Einzelteilen teuer. Ja, das ist ja auch Handarbeit. Das Ding ist insgesamt teuer. Ich finde Raisin nicht. Raisin! I can hear you not. I cannot hear you. Raisin. Ich finde dich nicht. The sadness. Da, jetzt hat's geklappt.
It's working. Gestein und Boden. Kampf beginnen. Ja, selber basteln, also da kostet das auch noch viel Geld. Natürlich, du musst ja erstmal an das Fell kommen. Also bei mir wäre das ja blau. Wie soll das denn? Wie soll das denn gehen? Also Gestein werde ich jetzt mal voll Wasser und so genommen, ne? Bei Boden, wie sieht's? Ich nehme einfach Wasser. Ich nehme jetzt einfach Wasser und dann. Ach, siehst du. Razed Aquana, dann bin ich schon richtig dabei. So, hier, komm. Karma regelt. Alles wird gut. Alles wird gut. I'm ready! Also wir haben da auch mal drüber nachgedacht, so ein Ding zu basteln, aber ich habe es dann eingestellt, weil mein handwerkliches Talent ist nicht ausreichend dafür. Das hat keinen Sinn. Das heißt, wenn wir jetzt mal so ein Ding kaufen und dann überlege ich mal realistisch, wie oft ich denn mal auf eine Convention gehe, wo man sowas dann benutzen könnte. Das ist dann einmal im Jahr und dann lässt man es dann doch wieder bleiben, auch wenn es cool wäre. Ups. Die Basis für den Kopf, also ohne Fell, Augen, ohne nichts. 45 Euro, ja, würde ich heute nicht mehr kaufen, weil du kriegst die Dinger inzwischen für den 3D-Drucker als 3D-Modell. Dann holst du dir einfach irgendeinen oder nimmst einen Online-Dienst, der dir so eine Dinger druckt. Die schicken dir das auch zu. Und dann kannst du dir so eine Basis im 3D-Drucker einfach drucken lassen. Da bist du deutlich billiger. Kann natürlich sein, dass du dann fürs Schema was bezahlen musst. Da weiß ich nicht, wie es aussieht, ob man die Dinger auch gratis kriegt. Aber irgendjemand ist bestimmt so nett und hat die Dinger auch schon gratis online gestellt. So eine Grundbasis. Die musst du dann halt im Blender oder so noch ein bisschen anpassen. Dass du die halt größer ziehst, ein bisschen auf deine Kopfform natürlich anmodellierst. Und dann kannst du das 3D-Druckern und dann geht das los. Da muss man sagen, da hat die 3D-Drucker-Welt einen schon ein bisschen vorangebracht, ne? Versuch auch noch zu kommen. Jo, wir warten auf dich noch. Alles gut, alles gut. Wir sind ja nicht auf der Flucht, ne? Wir sind ganz entspannt. Ganz entspannt. Jetzt kommt Kuchen um die Ecke. Sag mal, bist du online? Ich hole mir da lieber den Schädel. 3D-Drucker ist mir ein bisschen zu teuer. Du sollst dir doch nicht den Drucker kaufen. Entweder hast du einen Kumpel, man hat eigentlich immer irgendjemand. Wenn du mal in einem Freundeskreis fragst, irgendein Dödel hat immer einen 3D-Drucker. Und wenn nicht, gibt es Online-Seiten. Da kannst du etwas hochladen und sagen, druckt mir das. Und dann drucken die das für ein paar Euro und schicken dir das mit der Post. Da bist du meistens immer noch billiger dabei, weißt du? Neben mir wird gerade mit vibrierenden Klängen ein Wald gefällt. Von der Cross, was ist da los? Was ist da los? Ach so. Es ist eine Katze und sie schnarcht. Beziehungsweise schnurrt. 23 Uhr. Leute, wir haben noch 8 Minuten. 8 Minuten noch. Na ja, 9 eher. Machen wir 9 draus. 9 Minuten. Bring. Der Kronenmann ist wieder dabei. Pupita. Let's go. Das ist ein nicht jugendfreier Wald. Was in 9 Minuten? In 9 Minuten ist bei mir erstmal Schluss leider für heute. Denn morgen ruft, wie sagt man das, die Arbeit. Deswegen 9 Minuten noch und dann müsste ich erstmal für heute prägen. 3 Stunden fliege aber so. Ist auch ordentlich, ne? Und dann geht es schon. Ganz zum Schluss drücken wir meinem Vieh nochmal die EP-Bonbons rein, um es auf 100 zu kriegen. Und dann geht es schon. Kapador. Ist gut. Ich hab morgen Berufsschule von zu Hause. Ja, das ist natürlich cool. Ich leider nicht. Wir haben zwar eigentlich Homeoffice, aber tatsächlich muss ich morgen trotzdem in die Firma rein, weil ich da was in der Firma vorbereiten muss. Leider, leider. Das heißt, ich muss mal echt das Haus verlassen. Das mache ich üblicherweise nur noch zum Einkaufen und um fertiges Essen von irgendwelchen Restaurants abzuholen. Das ist so der einzige Grund, das Haus momentan noch zu verlassen. Aber morgen geht's mal wieder in die Firma. Aber ich bin ja ganz allein in so einem Glaskasten. Ich bin ganz solo, alles entspannt. Da darf ich dann ein bisschen rumwurschteln und dann geht's aber auch wieder nach Hause. Was ist eigentlich Thema bei deinen Schulungen? Ja, einfach nur Schulungen, ne? Ich erzähle halt, wie die Welt funktioniert. Das ist das Thema. Muss ich morgen mal leise sein beim Gehen? Nicht, dass ich Ray um 5.40 Uhr beim Gehen auch wecke. Oha. Aber man kann den Fuchs ja auch auf YouTube noch genießen. Ich wollte sagen, da geht das ja noch weiter, ne? Da geht das noch weiter.
Da ist ja immer on air. Komplett zerfickt das Ding. Hundertprozentig. Ich glaube, ich habe auch noch keins. Ich werde mal versuchen, das einzufangen. Mit meinem Herrendutt. Kannst du uns auch erzählen, wie die Welt funktioniert? Nee. Ich habe jetzt gerade ja Feierabend. Beziehungsweise frei. Da arbeite ich. Da erzähle ich euch nur, wie bitter enttäuscht ich von CD Projekt Red bin. Ist so sinnlos. Klasse, Pupita wurde gefangen. So, einen machen wir noch. Einen machen wir auf jeden Fall noch. Ich glaube, dann war es das für heute. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Wer hat ein Nest? Wer hat ein Nest? Pokémon-Eintrag. Hartschalen-Pokémon. Gestein, Boden, 1,2 Meter, 152 Kilo. Trotz seiner harten Schale kann es sich frei bewegen. Es ist flink und äußerst zerstörerisch. Hätte eine Kuh. Komm, zum Abschluss nochmal die Nibbel. Auf geht's. Auf geht's. Let's do the coup. Und ich gehe dann mal ins Bettchen. Gute Nacht euch. Schlaf gut, Razy. Bis nächste Mal. Und komm gut in die Woche. Und jetzt gleich noch gut zu liegen. So. Backermann. Hol die Kuh mal ran. So. Hau nochmal rein, wenn offen ist. Und dann geht es schon. Guck mal eben, vielleicht ist ja schon offen. Ah doch, Backermann scheint schon da zu sein. Da ist die Kuh. Heu nehmen. Jo, 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 jo. Let's go. Let's do the cow again. Dibidi-dip, 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 di. Ja, wechseln wir nochmal das Pokémon auf Hermann. Der freut sich, wenn er auch mal wieder raus darf. Und gib ihm. Bereut. So, ich freue mich aber auch gleich aufs Bettchen, muss ich echt sagen. Wenn man da noch ausschlafen könnte, wa? Aber ist nicht. Naja, naja. Wieso eigentlich Hermann? Hermann heißt er, weil mein Bruder einen Hasen hat oder hatte. Der Hermann hieß und da es sich um einen Hasen handelt, dachte ich, Hermann ist ein guter Name. Er lebt so weiter. Bin auch langsam müde. War ein langer Tag heute. Deswegen wird auch mal Zeit jetzt, ne? Ich habe sehr viel Tischtennis gespielt. Also der Typ im Internet hat mich so fertig gemacht. Aber er war nett. Er war nett. Das war nur so free, ohne Punkte 10 oder so, einfach nur Spaß haben. Und meine Fresse hat, der muss das schon sehr viel gespielt haben. Also der hat Aufschläge gehabt und. Der hat sich fertig gemacht. Aber wir hatten dann Spaß. Und hin und wieder habe ich auch mal einen geilen Trickshot gemacht. Meistens so immer an den Rand der Platte, dass er dann nicht herankam. Also es ging manchmal ein bisschen was, ne? Bisschen was. Aber der war schon krass. Hat aber Spaß gemacht. So, Raisin ist am Stissel. Ach, der gute Hermann. Hermann mit seinem Schlepphoden. Ach ja. Aber er ist echt alt geworden. Wie alt ist er nochmal geworden? Hau nochmal raus. Der ist doch richtig alt geworden. Und von Hasen ist er ja mal mega alt geworden. Der hat ein gutes Leben. Er hatte wirklich ein gutes Leben. Und er wäre noch endlos alt geworden, wenn sein Hoden nicht irgendwann angeschwollen wäre zu einem überdimensionalen riesigen Schlepphoden. Ach Gott, der arme Hermann. Aber ohne Spaß, Hermann lebt hier drin weiter. Ich habe den extra wegen deinem Hermann so genannt. Ist wirklich wahr. Verrückt. So, auf geht es. Und ich glaube, es waren 14 Jahre. Lasst der Kuh zum Abschluss nochmal ein wenig Milch abzapfen. So sieht's aus. Und krass, ich bin begeistert. Ja, ja. Der hat schon auf mich Eindruck gemacht. Ich fand das schon krass. Der hat mal ordentliche Beine, du. Jetzt geht's steil. Da sieht die Kuh dann dagegen ja doch wieder winzig aus. Winziglich klein. Verrückt.
Es sind genau 4 Nippel. Für jeden Spieler einer. Oh mein Gott, es wird nicht besser. Oh, ich sehe schon wieder YouTube, ne? Ab 18. Die durchforsten ja inzwischen mit ihrer KI da den Text und bilden daraus Untertitel und die scannen die nochmal wieder nach Wörtern. Also, so oft wie hier das Wort Nibbel gefallen ist, wird das nichts mehr. Dabadam. Wildtang setzt Düner-Erdstoß ein. Oh oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Nippel! So, Doppelkick. Penis Nummer 1, ja, der war auch gut. Er wird mich, er wird mein Leben auf jeden Fall bereichert, der gute Penis Nummer 1. So, Bildtag, komm jetzt, geh mal zu Boden, wird knapp hier, die Zeit, hallo. Muss hier noch gleich Bonbons in meinen Pokémon da reindrücken. Eine sonderbare Barriere. Aha, entspann dich. Wir gehen gleich ins Bett. Ich muss eben noch den Raid zu Ende machen. Die Zeit muss noch sein. Auf Milchang setzt Knuddler ein. Das klingt so wunderbar harmlos. Weißt du, ich hab dich kaputt geknuddelt. Bis zur Bewusstlosigkeit. Wer kennt es nicht? Oh, Paralyse. Doppelkick. Wieso haben die Pokémon eigentlich nicht alle Diabetes? Bei so vielen Bonbons, die man in die Reihen stopft. Ja, die sind zuckerfrei. Dann geht das schon. Das ist alles Natur, vegan. So, komm schon, Miltan. Jetzt ist jetzt auch mal gut. Du kannst jetzt auch mal langsam K.O. gehen. Bams. Komm, ein noch. Barriere bricht, ob ich schon gehen. Ihr seht das schon, ich werde müde, ne? Oh, kommt die Faust aus dem Himmel und beendet es. Ich finde, das ist ein guter Abschluss für den Kampf. Eben noch mit der Faust ins Gesicht und dann ist das auch gut. Jo, nee, müssen wir nicht fangen. Ist gut. Brauchen wir nicht. Nicht fangen. Was? Miltank ist irgendwo im Nest verschwunden. Dass es sich auch in sein Nest zurückzieht, ne? Kannst du irgendwann mal Greymoor spielen? Weißt du hier, nicht Morrowind. Meine Fresse, es ist zu spät. Ich kann mir ich weiß, was du meinst. Jetzt müssen wir erstmal ein paar Beutel reindrücken. Also, fürs nächste Mal ist erstmal nochmal wieder, wie heißt es denn? Dieses unsägliche Spiel, was ich nicht mag, angedacht. Das gute Fallout 76. Eine Runde machen wir auf jeden Fall noch. Bangs, bangs, bangs. Hey, we did it. Und die restlichen EPs sind wahrscheinlich Tschüssikowski. Weg sind sie, ne? Meine Lieben. Von der Eda Squad the Mod. What? Die Faust Gottes. Ja, auf jeden Fall. Wir schauen mal. Also als nächstes ist erstmal nochmal Fallout angedacht. Und danach muss ich eigentlich erstmal Phasmophobia einmal eine Runde auf jeden Fall mit Nadietchen und Co. spielen. Und dann machen wir, glaube ich, erstmal wieder ein Point-and-Click-Adventure. So wurde es heute entschieden. Meine Lieben, es ist nun soweit. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen, die dabei waren. Und vor allen Dingen allen, die mitgekämpft haben. Das war sehr nett von euch und sehr hilfreich. Wir haben das Ziel erreicht. Pokémon ist Level 100. Ich kann mit meinem DLC weitermachen. Und hat echt Gaudi gemacht. Wenn ihr Bock habt, sehen wir uns gerne nächstes Mal wieder. Wahrscheinlich Mittwoch. Also wenn ich Dienstag keinen Stream ankündige, dann wird er ausfallen. Das sage ich euch so schon.
Ich werde ihn diesmal nicht Mittwoch erst spontan. Na, wobei, mal gucken. Aber wahrscheinlich, wenn es Dienstag nichts zu hören gibt, fällt er dann aus. Aber wir schauen mal. Ich habe Hoffnung. Wird schon nicht so schlimm werden. Und ansonsten kommt jetzt erstmal gut zu liegen. Kommt gut in die nächste Woche. Und ja, wenn ihr Bock habt, sehen wir uns gerne nächstes Mal wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüssikowski, euer Blaufuchs.